Hampelmann! Was soll das, ey? Ey! Oh, ein bisschen langsamer, oh! Mach langsamer, oh! Ein neuer Auftrag für Detektivchef Carsten Stahl. Seine Mitarbeiter erwarten ihn bereits an der Adresse von Bea Thälke. Sandra Fuchs und ihr Partner Nico Hartmann sollen den aktuellen Fall betreuen. Das eingespielte Ermittlerteam kümmert sich nicht zum ersten Mal um ein Opfer von Cybermobbing. So, ich merke, sind Sie ja ziemlich aufgelöst. Ja. Sie haben am Telefon ja schon was erzählt, geht ein bisschen um Mobbing, war. Genau. Jetzt sind wir hier, meine Fachleute dafür sind da. Erzählen Sie einfach mal. Ja, es geht darum, dass ich seit einiger Zeit schon wie verrückt gemobbt werde im Internet, ganz stark, mit eindeutigen, sehr schwerfälligen Beleidigungen. Das geht ja bis zu, die Wörter will ich gar nicht nennen, Schlampe, Hure, ja, alles so eine, also ganz... Haben Sie die Dinger gespeichert? Könnten wir die vielleicht mal sehen? Können Sie einfach mal sagen, im Internet? Ja, müsste, ist alles noch drin. Wie heißen Sie da? Bea Thälke. Bea Thälke. Genau. Moment. Ja, dann können wir uns das einfach mal angucken, dann sehen wir mal selbst, um was da geht. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass Sie das sagen. Na, wunderbar. Sollt ihr das machen? Ja, also sehen Sie ja selber, ja. Ganz schlimm. Dumme Schlampe, Bitch. Okay, meine Frage dazu. Ich meine, das ist ja so ein Portal hier, da muss man sich ja einloggen, wie mit dem anderen Konto auch. Genau. Wer hat denn da Zugriff darauf? Wer ist denn Ihre Kontodaten? Also eigentlich niemand. Ich gebe meine Daten eigentlich Passwort niemanden auch nicht hin. Gar keinen. Wer ist für die gemeinen Einträge im sozialen Netzwerk verantwortlich? Irgendjemand muss einen enormen Hass auf die 21-Jährige haben. Normalerweise würde ich jetzt sofort sagen, ändern Sie Ihren Namen da, ändern Sie Ihr Passwort, aber genau das machen wir jetzt nicht. Sie halten das, weil so haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass der hier nochmal reingeht und dann können wir vielleicht mit dem Netzwerkbetreiber da einfach mal kicken, dass wir schauen und sagen, hier ist ein Missbrauch, vor allen Dingen schon ein richtig straflicher Missbrauch, dass wir da was machen können. Der Detailchef Carsten Stahl hakt nach, ob sich die Angriffe nur auf das Internet beschränken. Oh, da ist noch was ganz Schlimmes vorgefallen. Und zwar vor 2 Tagen sind meine Autoreifen durchstochen worden. Ach, okay. Also es geht schon richtig ins Persönliche. Ja. Das wissen Sie, das mit den ganzen hier Network-Müll, das ist eigentlich nicht meine Welt. Mit Technik kenne ich mich nicht aus, aber mit Stalking, das ist meine Welt. Damit kenne ich mich bestens aus. Und wenn jemand schon bei Ihnen vor der Tür steht, dann kann ich Ihnen sagen, und Ihr Reifen ist nicht, dann ist das eine persönliche Nummer. Und dann ist das jemand auch in Ihrem privaten Umfeld. Das kann ich Ihnen garantieren. Also versuchen Sie mal, sich zu konzentrieren und zu überlegen, wer käme in Frage? Ex-Freunde, Arbeitskollegen etc. Und warum vor allen Dingen? Also jetzt eine Frage. Es gibt Ex-Freunde, ja. Der letzte war der Pascal, aber der würde sowas nicht machen. Okay. Mit dem bin ich seit 2 Monaten getrennt. Bin jetzt auch seit 1 Monat mit dem Henning zusammen. Hier können Sie mal schauen, da habe ich auch ein Bild von ihm und mir. Haben Sie auch die Polizei diesbezüglich schon mal kontaktiert? Die habe ich natürlich sofort informiert. Der Henning zum Beispiel, meine Frage, hat der vielleicht noch, dass ich wegen Ihnen von seiner Freundin getrennt oder sowas? Könnte da was sein? Nein. Okay. Und Pascal ist der letzte Ex-Freund? Das ist der letzte Ex-Freund. Genau, seit 2 Monaten. Arbeitskollegen vielleicht, da irgendwas in Frage kehren? Wo Sie es gerade sagen? Ja, wo Sie es gerade sagen, mein Freund, der ist ja, ach, ich bin noch total aufgeregt. Kein Problem, der ist ja Chef im Callcenter, ich bin dort Agentin. Aha, Sie sind jetzt also mit Ihrem Chef zusammen. Genau. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, herzlichen Glückwunsch, aber andererseits kann man auch sagen, damit haben Sie sich mit Sicherheit eine Menge Neider geschafft und Feindschaft, gibt es ja auch Frauen? Das können Sie laut sagen, da gibt es 2 Frauen, 2 Damen, die sind sehr eifersüchtig, ganz besonders die Carolina. Okay. Die ist eine ganz schlimme, die schmeißt sich jedes Mal an den Henning ran. Wir würden einfach mal mich einschleusen, oder? Was hast du? Das wäre im Endeffekt eine Top-Idee. Ja, und vor allem, so, das sprechen ja, wir dann noch. Genau. Weil Base, genau, Mann, das, das wäre noch eine wichtige Antwort. Ja gut, aber in der Base ist schon richtig, aber wir bräuchten natürlich dazu auch Ihre Hilfe. Ja. Genau, ich könnte Sie damit reinschleusen, ist kein Problem, das geht doch sehr einfach. Ja, das ist natürlich auch unheimlich schwierig, diese Leute dingfest zu machen, weil das Problem ist einfach, die könnten ja mit ihrem Rechner überall sitzen. Die könnten den Rechner wechseln, dann haben sie eine neue IP-Adresse, ja, die könnten irgendwo in Afghanistan oder in Timbuktu sitzen und könnten die Scheiße da machen. Ja, du kannst sie schwer, schwer greifen, aber um hier Reifen zu zerstechen, müssen Sie Ihren Arsch hier vor die Tür zu bewegen. Und da kann ich eine Regel vorschieben. 4 Tage später. Nico Hartmann ist auf dem Weg zum Callcenter. Seine Kollegin Sandra Fuchs arbeitet dort bereits undercover. Über Funk und eine versteckte Kamera stehen die beiden in Kontakt. Haben wir was Neues? Ja gut, sie arbeitet jetzt ein. Ja, wir haben immer noch die fiesen alten Kommentare, ist noch nichts Neues. Einfach mal abwarten. Ja, und die Technik, das ist immer nicht so wirklich einfach für mich, ne? Am Anfang musste ich da auch erstmal durch. Ja? Ja, aber das kriegen wir hin, das geht ganz schnell. Ja, ich rusel mich einfach durch. Genau. Ja, da ist der Henning, das ist ihr Freund. Kennen wir ja schon vom Foto. Sie schaffen es ja allein ein bisschen, richtig? Ja,
Also das geht gut. Ein bisschen Pause? Na klar, können wir machen. Das ist auch wieder so eine Sache, ne? Chef und Mitarbeiterin, das ergibt natürlich auch Zündstoff dann, wenn man da zusammen den auch noch Pause macht. Wo fahren die denn schon wieder hin? Ja, wer denkt ihr bitte, wer die ist? Na, nicht hier. Komm, wir gehen auf Klo. Okay, die verlassen jetzt den Raum. Sandra bleibt dran, das ist schön. Mal sehen, was sie quatschen. Boah, ich kann die Alte echt nicht abhaben, ne? Die geht mir so auf die Nerven. Ungelogen, ja. Aber denkt die eigentlich, wer sie ist? Nur weil sie mit dem Chef schläft? Ey, die denkt echt, die wäre was Besseres, ne? Allen Ernstes, guckt ihr eigentlich mal morgens in den Spiegel oder so? Die sieht so scheiße aus mit ihren Sommersprossen. Ja, die blonden Strähnen total rausgewaschen. Boah, da krieg ich zu viel bei der Alten. Ungelogen, ne? Ey, da. Lässt da rein zwischen zwei Frauen. Ungelogen, ich hab so einen Hals auf die. Tag 2 für Sandra Fuchs im Callcenter. Ihr Kollege überprüft regelmäßig das Internetprofil der Auftraggeberin. Bislang kam es aber zu keinen neuen Mobbing-Einträgen. Ja, was haben denn die schon wieder vor, Nico? Beste Freundin. Hallo, meine Süße. Na, wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Soweit ganz gut. Zeig mal, was hast du da für eine schicke Uhr? Wo hast du die denn her? Die habe ich aus dem Schmuckladen hier gleich um die Ecke. Gestern noch gelästert wie die Große und jetzt ist sie hier am Schleim. Was hast du für ein schönes Armband? Was ist das denn? Das waren super Schnäppchen. Gut, super. Sandra hängt sich jetzt in sie an, weil die andere ist ja sowieso, das ist egal. Die unterhalten sich da jetzt ein bisschen, ich will wissen, was sie macht. Callcenter-Mitarbeiterin Carolina B. steuert das Chefbüro an. Was hat die 23-Jährige dort vor? Frau Balzer. Gut sehen Sie heute aus. Danke, Sie auch. Dankeschön. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Na, was wird das denn schön aussehen? Ein bisschen ranschmeißen hier? Nein. Ich merke schon immer, wie Sie mich angucken und so. Dementsprechend. Ja, macht nichts. Das, was wir sehen, das reicht. Was soll das hier werden eigentlich? Schön in Henning. Hallo? Was bin ich denn? Was mit, Großer? Das ist eine seriöse Firma und kein Puff. Was soll das hier für ein Scheiß? Zurück an die Arbeit. Henning wird laut, schmeiß sie raus. Das ist, ja, das zeigt schon von was. So, jetzt wartet mal. Was ist denn hier? Jetzt geht natürlich gleich immer das Display aus, ne? Guckt euch das an. Was ist das? Nacktfoto von Bea. Poison Ivy. Jetzt wird's aber ein bisschen strange, weil ganz ehrlich, wir hatten jetzt alle bedient. Die Carolina war bei Henning, hat da versucht, ihn irgendwie anzumachen. Der ist gleich drauf eingegangen, was sehr super ist übrigens. Um bei ihren Ermittlungen nicht aufzufliegen, konfrontieren die Privatdetektive ihre Auftraggeberin erst nach Feierabend mit dem Treiben ihrer Kollegin und dem neuen Eintrag. Die bietet sich jetzt bei meinem Freund an? Ja, diese billige Schlampe? Und er betrügt mich jetzt, oder wie? Warum haben Sie mir das denn nicht sofort schon vorhin gesagt? Das wollte ich hier ungestört im Auto, dass Sie sich das auch wirklich anschauen können. Da drin das gibt's nix. Doch gar nicht. Was macht er jetzt? Ja, du schmeißt sie raus. Oh, Gott sei Dank, er ist nicht drauf eingegangen. Wir können eins schon mal sicher sagen. Und das ist, dass Ihr Freund eine treue Seele ist. Ja. Na, damit, das können Sie mal hoch anrechnen, das ist wunderbar. Da bin ich jetzt aber erleichtert. Na, aber hallo. Jetzt kommt aber halt das Stimme. Ich werde sich die Stimmung kippen. Nico, aber was hast du denn? Kommt noch was? Als sie das Mädel rausgelaufen ist und ihr Freund da nicht drauf angesprungen ist, wurde etwas gepostet. Nee. Das Nein. Können wir mal hier sehen. Nein, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, nein? Ein Nacktfoto. Wissen Sie, wo das her ist? Nein, ich gar nicht. Und kriegt man sowas gar nicht mehr raus? Wenn es einmal drin ist, wer weiß, wie viele sich das wegkopiert haben. Das ist, das kann richtig, richtig fies enden. Wissen Sie nicht, wann das Foto entstanden ist? Ich meine, das sind ja Sie. Sie müssen ja wissen, wann Sie Fotos von sich machen, ne? Meistens von Ex-Freunden. Die haben so eine Bilder halt von mir gemacht. Ich habe mir nichts bei gedacht. Wie? Also mehrere oder was? Ja. Fangen wir mal beim Letzten an. Wer ist denn? Wir arbeiten uns mal einfach durch. Wer war der Letzte? Das war der Pascal. Pascal. Der nächste Tag. Nachdem Bea Telkes Arbeitskolleginnen als Täter ausscheiden, hat Sandra Fuchs ihren Undercover-Einsatz abgebrochen. Wir haben jetzt hier unsere Zielperson, den Ex-Freund von unserer Auftraggeberin Pascal, bis hier zu einer Bar verfolgt. Er ist ja mit dem Laptop reingegangen. Entschuldigung. Ja? Könnte ich vielleicht gerade mal Ihr Internet benutzen? Ja, kein Problem. Weil ich habe mich mit einem Kumpel verabredet und der ist aber jetzt noch nicht da. Boah, das ist wirklich cool. Danke. Darf für Sie was sein? Für Sie noch etwas? Im Moment noch nicht, danke. Ich möchte gerne zahlen, bitte. Gerne. Oh, das ist jetzt echt klasse.
War das wieder für eine Seite da, Mensch? Geht's oder kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie funktioniert es da jetzt gerade nicht. Oder ist die falsche Internetadresse, ich weiß es nicht. Ja. Nee, ach, da draußen ist er ja auch schon. Ja? Bitteschön. Ja. Dankeschön. Also echt vielen Dank, ne? Ich wäre aufgeschmissen gewesen. Ja, trotzdem haben wir nichts gesehen. Wir haben nichts gesehen, was auf der Seite drauf war. Entweder hat er sie ganz schnell zugemacht oder sie war schon länger zu. Ja, versucht hat es trotzdem, das ist gut. Bislang gibt es keinen weiteren Hinweis dafür, dass Pascal B. etwas mit den Mobbing-Einträgen auf dem Internetprofil seiner Ex-Freundin Bea Thelke zu tun hat. Das Team der Detektei Stahl folgt seiner Zielperson unbemerkt. Nachdem Pascal B. seinen Wagen geparkt hat, betritt er einen Park. Der 24-Jährige wirkt nervlich angespannt. Da kommt wer von links. Oh. Ein Mädel. Ja. Hi, Pascal. Was, hi? Was soll die Scheiße, du Schlampe? Was für eine Scheiße? Dann geht er unter. Mach mal drunter, genau. Oh, so kann ich aber nicht wirklich was sehen, ne? Nein. Was hab ich dir getan, dass es einfach so weit kam? Ich hab dir doch gar nichts gemacht. Jedes Mal dasselbe mit dir. Warum machst du so einen Scheiß? Nee. Ich hab dir nie was getan und dann auf einmal ist es so. Du bist das Letzte. Wirklich, das Letzte. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, du kannst jetzt hier rumstehen, wie du willst. Wer ist die fremde Frau aus dem Park? Die Privatdetektive haben sich direkt auf den Weg zu ihrer Auftraggeberin gemacht, um ihr das heimlich gefilmte Video zu zeigen. Kennt Bea Thelke die Unbekannte? So, kommen Sie am besten gleich mal dazu. Wir haben hier ein schönes Video für Sie. Ja. Bin ich aber mal gespannt. Ja. Wir auch, denn wir hoffen, Sie können uns da weiterhelfen. So, mhm. Wir haben Ihren Ex-Freund in den Park verfolgt und der hat sich mit genau dieser Person, schauen Sie mal hin, getroffen. Uns sagt Ihnen nichts. Schwarze Haare, etwas kleiner. Doch, das ist Sophia, meine beste Freundin. Ja. Die trifft sich mit Pascal. Ja. Was ist das für ein falsches Biest? So ein falsches Biest! Das gibt's gar nicht, gibt's gar nicht. Jetzt bleiben Sie erstmal ruhig, es ist ja bisher noch nichts passiert. Ja, okay. Nee. Moment. Jemand postet gerade in Ihren Namen bei Ihren Freunden auf der Seite, aber richtige Beleidigung ohne Ende. Oh mein Gott. Also, das ist nicht schön. Ja, wirklich. Und die sind krass. Gehen Sie mal hin und rufen Sie Ihre Freundin an, die soll hierher kommen. Ja, das mache ich. Ja, bitte. Während die Ermittler mit der Auftraggeberin auf deren Freundin Sophia warten, rätseln sie, wer nun erneut die Internetseite der 21-Jährigen manipuliert hat. Steckt möglicherweise Freundin Sophia dahinter? Da ist es schon. Bleiben Sie da, ich mach auf. Sie laufen? Ja. Na, die kann jetzt was erleben. So, da ist er auch schon. Ach, da bist du ja schon. Na, du komm mal her, was, du falsches Stück, du. Was falsches Stück? Ja, du bist hier die falsche Schlange. Ach, ich? Du hast doch kein alles erzählt, was wir geschrieben haben im Internet. Was hab ich Ihnen? Ich hab Ihnen gar nichts erzählt. Ja, woher soll er das denn sonst wissen? Von dir? Ja, du hast dich doch mit ihm getroffen gerade. Genau. Du hast gerade mit ihm getroffen, genau, oder nicht? Ich hab mich mit ihm getroffen, ja. Siehst du? Er hat mich dahin bestellt. Ich sollte, warum ich über ihn abgelassen hab. Ich bin schuld, dass ihr Schluss gemacht habt. Die Freundinnen hatten in einem heimlichen Chat miteinander über Pascal B. gelästert. Nun werfen sie sich gegenseitig vor, ihm davon erzählt zu haben. Aber wer sagt die Wahrheit? Im Internet habt ihr anscheinend untereinander geschrieben, oder was? Ja. Okay, also... Also wenn es keiner erzählt hat, dann muss es ja der Pascal eingelesen haben. Weil es geht ja gar nicht anders. Wenn das hier niemand... Sie sagt, sie hat es nicht erzählt. Sie sind ja davon ausgegangen. Also muss er irgendwie... weißt du ihr Passwort? Nein, ich gebe doch mein Passwort nicht her. Warum auch? Ja, das ist schon mal ganz gut. Aber haben Sie sich... Bei mal eingeloggt irgendwie, bei Ihnen am PC, Laptop, was weiß ich. Ja, na sicher, wo ich bei ihm mal zu Hause war, natürlich habe ich da eingeloggt. Das Problem kann nämlich sein, dass jeder hat in diesen Einstellungen angemeldet bleiben und Passwort speichern. Das wird er wahrscheinlich haben, weil es ist ja sein Rechner, der braucht das ja nie ändern. Der Plan sieht jetzt so aus, dass die Falle so gestrickt wird, dass wir die beiden Mädels miteinander schreiben lassen privat. Wenn der Pascal das einlesen kann, wird er sehen, dass die beiden sich über Henning unterhalten und über ein zukünftiges Date. So, dieses Date werde ich dann natürlich mie mit ihr. Und wenn er das wirklich ist, was wir vermuten, und wirklich auch darauf anspringt, dann wird er da auftauchen. Für den nächsten Abend haben die Ermittler ein Hotelzimmer reserviert. Laut fingiertem Internet-Chat zwischen Bea Thelke und ihrer Freundin hat die 21-Jährige hier ein Date mit ihrem Liebsten. Sollte ihr Ex-Freund immer noch eifersüchtig sein, wird er hier auftauchen. Die Tür des Hotelzimmers haben die Ermittler extra offen gelassen. Doch bislang tut sich nichts. Lagen die Detektive mit ihrem Verdacht falsch? Nico, ja, ich merk's. Merkst du es? Ja. Hotel, ich meine, wir geben hier echt unser Bestes. Das hast du super gemacht, ehrlich. Ob das jetzt noch großen Sinn hat, hier zu bleiben? Nee, hat's nicht. Nee, ne? Wir können ja hier. Das scheint ja nicht zu kommen. Nee. Entweder hat Pascal B. die Nachricht nicht gelesen oder ist tatsächlich unschuldig. Die Ermittler wollen den Einsatz abbrechen. Komm da rein, zurück.
Ey, was soll die Scheiße hier? Was? Du Schlampe, Mann! Was soll das, ey? Ey! Warum bist du langsamer? Oh! Mach langsamer! Oh! Ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Ist okay! Ja, ist okay! Oh! Oh, ja, du Arsch! Du Arsch! Tenke, bleiben Sie du bist hier. Das gewesen? Bleiben du Sie hast jetzt. Mich fertig gemacht im Internet und alles? Du hast das über mich geschrieben? Du hast mir die Reifen zerstochen? Du bist das gewesen? Werden Sie wirklich? Mal ein bisschen, im Ernst? Werden Sie ist mal ein bisschen ruhig? Wer hat Tenke. Mich fertig gemacht? Du dreckiges Miststück. Ich denke. Halt, halt, wer halt. Wer hat wen fertig gemacht? Du hast mich doch hier mit dem Hosenscheißer verarscht, nicht richtig? Was? Und mit nicht wem? Das erste Mal. Mit wem? Das geht ja schon länger so hier mit dem Affe. Stopp! Mit wem? Mit ihm? Ja, mit ihm. Das ist mein Kollege, der Herr Hartmann. Hallo, und ich bin die Frau Fuchs von der Detektei Stahl. So, wir sind Privatdetektive. Ich glaube, wir sollten hier mal einiges aufklären. Genau, und die Frau Telke hat uns beauftragt, weil sie gemobbt wird. Anscheinend von Ihnen. Wir haben nur keine Ahnung, warum. Deswegen wäre es mal schön, wenn Sie uns das mitteilen würden. Was ist hier los? Ja, warum sind Sie so aggressiv? Ja, weil sie hat mich einfach verarscht und... Verarscht? Ja. Wie denn? Ich habe die Nachrichten gelesen. Sie hat mich mit dem Henning verarscht. Ja, was heißt ja, denn heißt verarscht? Sie war mit Affäre? Dem Henning, ja, sie war mit dem Henning in der Kiste, während sie mit mir zusammen war. Ach, während sie... Ja, während Moment, Frau Telke. Oh. Ist das wahr? Stimmt das wirklich, Frau Telke? Das macht mich so fertig, ja. Aha. Das ist jetzt kein Scherz, ne? Hätten wir das gewusst, Frau Telke, dann hätten wir gleich da angesetzt. Ja. Sowas geht gar nicht. Das wäre unsere erste Option gewesen. Ich habe nicht dran gedacht, dass... Es ist doch wohl klar, dass Sie jetzt nachvollziehen können, warum dieser Mann so außer sich ist. Dass Sie natürlich hier die Reifen zerstechen. Das ist eine Straftat, ist Ihnen klar, ne? Sie können nicht einfach an fremdes Eigentum gehen, das kaputt machen. Das funktioniert nicht. Das Mobbing war ganz von ab. Bea Telke hat ihren Ex-Freund Pascal B. angezeigt. Das Verfahren gegen ihn wegen Beleidigung und Sachbeschädigung wurde gegen Zahlung einer Geldauflage von 1.000 Euro eingestellt.